Jeder soll nach seiner Fasson selig werden. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn, dann sollte man schon anfangen, auch korrekt zu zitieren. Es war immerhin Friedrich II., der da schon deutlich liberaler gewesen ist, als was ich hier gerade so gehört habe. Meine sehr verehrten Damen und Herren, für uns, ich will vorwegnehmen, wir werden Ihrem Antrag zustimmen. Wenn man schon als Freiheitspartei sich bezeichnet und auf Werten wie Toleranz und Vielfalt fußt, dann kann man ja eigentlich nur dafür sein, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass hier ein Maßnahmenplan zurecht aufgestellt wird, in dem ein Konzept und eben diverse Maßnahmen als Aktionsplan, würde ich sagen, aufgestellt werden. Denn es ist eben noch nicht alles richtig und gut bei uns in Bayern. Alle Bundesländer außer Bayern, meine sehr verehrten Damen und Herren, haben ja bereits einen solchen Aktionsplan. Deshalb dachte ich jetzt eigentlich, Mensch, schön, die Freien Wähler sind jetzt hier gerade mit in der Staatsregierung. Vielleicht ist es in Bayern jetzt ein bisschen liberaler geworden, ist es aber leider offenkundig nicht. Und wenn Sie schon Liberalitas Bavaria alle so hoch schätzen, leben und leben lassen, dann muss man eben auch hinschauen. Es ist ja legitim, die Frau Kollegin Högel hat es ja dargestellt, was Positives ist, eben die Ehe für alle oder auch eine dritte Option für sein Geschlecht. Aber meine sehr verehrten Damen und Herren, das reicht halt eben nicht aus. Und wenn ich dann, Herr Abgeordneter Pohl, höre, ja, das kostet Geld oder gar, dann nehmen wir dem Steuerzahler etwas weg. Also schauen Sie mal, haben Sie schon mal Ihren Haushaltsentwurf angeschaut, den Doppelhaushalt, liebe Kollegen von der CSU und von den Freien Wählern, wie viele Milliarden Sie hier den Steuerzahlern in den nächsten Generationen wegnehmen? Das finde ich ja fast befremdlich, hier ein paar 10.000 oder ein paar 100.000 Euro in Frage zu stellen. Und warum das erforderlich ist, will ich Ihnen jetzt gleich mal noch erklären. Es gibt eben Straftaten, die bestehen. Und die Dunkelziffer, der Innenminister ist jetzt ja leider nicht da, die Dunkelziffer ist da auch in Bayern erheblich höher, als was alles offiziell in Statistiken zu lesen und zu finden ist. Und die Diskriminierung findet jeden Tag statt. Das Wort schwul ist immer noch ein Schimpfwort, was wir nicht nur auf einem Schulhof hören, meine sehr verehrten Damen und Herren, das finden Sie auch im Geschäftsleben. Ich stand mal mit Geschäftspartnern zusammen, dann sagt jemand, Herr Körber, da kommen wir jetzt aber in Schwulitäten. Wissen Sie, was der gemeint hat? Ich habe da nämlich gefragt, ja, was meinen Sie denn jetzt damit? Das verstehe ich nicht. Ja, da haben wir jetzt noch ein Problem in diesem Projekt. Solange wir immer noch dieses Wort zum Synonym nehmen für da haben wir Probleme, dann haben wir noch ein Problem und dann brauchen wir auch einen solchen Aktionsplan, gerade bei uns in Bayern. Wenn Sie von der AfD immer jede Statistik und jede Zahl in Frage stellen, naja, also so kann man es, so leicht kann man es sich natürlich ausmachen. Also ein bisschen traue ich da schon der Wissenschaft. Sie hatten die Diskussion ja im Sozialausschuss geführt. Da sitzen ja auch, soweit ich weiß, ein, zwei AfD-Vertreter drinnen. Und Sie haben gesagt, ja, das Schlafzimmer geht niemand etwas an. Richtig, dort herrscht Privatsphäre. Aber wissen Sie, was wir sehr wohl tun könnten? Was spricht denn dagegen, wenn wir in einem bayerischen Schulbuch auch irgendwo ein Beispiel nehmen, nicht wo zwei Männer oder zwei Frauen im Schlafzimmer liegen, sondern einfach nebeneinander auf einer Bank sitzen und sich vielleicht die Hände halten, dass wir da auch mal zum Beispiel, ich erfinde jetzt Namen, Katrin und Anne nebeneinander setzen oder Markus und Christoph zum Beispiel. Das wäre doch nicht schlimm. Ich glaube übrigens, Bart wuchs hin oder her. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir können stolz sein auf eine Kollegin wie Tessa Ganserer, die vielen Menschen, vielen Schülern, gerade vielen jüngeren Leuten und vielen Jugendlichen zeigt, dass es etwas ganz Normales ist. Und deswegen können wir in Aktionsplan nur zustimmen. Kinder sind übrigens viel vorurteilsfreier, wie so mancher Kollege hier im Raum. Vielen Dank. Applaus